Seit 1991 schlüpft Miroslav Nemec nun schon in die Rolle des beliebten Tatortermittlers Ivo Batic. Seither sind knapp 3 Jahrzehnte vergangen. Grund genug, den gebürtigen Kroaten mal genauer vorzustellen und einen Blick in sein Leben als Schauspieler zu werfen. Als Sohn eines Bankangestellten zog es den 1954 in Zagreb geborenen Schauspieler nach der Scheidung seiner Eltern im Alter von 12 Jahren ins deutsche Freilassing, wo er bei seinen Adoptiveltern aufwuchs. In Deutschland angekommen, besuchte Miroslav Nemec ein Gymnasium in Traunstein, wo er mit 15 Jahren auch seine Band Asphyxia gründete. Noch heute ist Miroslav Nemec dort als Leadsänger und Keyboarder aktiv. Die Leidenschaft für die Musik kam im Leben von Miroslav Nemec also vor dem Faible für die Schauspielerei. Angetrieben von seiner musikalischen Leidenschaft entschied sich Nemec schließlich für ein Musikstudium mit dem Schwerpunkt Klavier. Nach seinem Abschluss als Fachlehrer für Musik besuchte der TV-Star schließlich die Schauspielakademie in Zürich. Es folgten zahlreiche Theaterengagements in Köln, Essen, München und Frankfurt. 1987 bekam der Schauspieler schließlich seine ersten Fernsehrollen. Auftritte in Fernsehserien wie Die Wiesingers oder in Der Alte und Derrick folgten. Mit seiner Rolle als Kriminalhauptkommissar Ivo Batic im Münchner Tatort gelang ihm schließlich der Durchbruch. Seither ermittelt Nemec gemeinsam mit seinem Freund und Schauspielkollegen Udo Wachtweitl bereits in über 76 Fällen. Und auch privat scheint bei dem gebürtigen Kroaten alles nach Plan zu verlaufen. Seit 2013 ist der Tatortstar in zweiter Ehe mit seiner 26 Jahre jüngeren Lebensgefährtin Katrin Jäger verheiratet. Gemeinsam mit der Dokumentarfilmerin hat er eine Tochter namens Mila, die im Februar 2012 geboren wurde. Außerdem hat Nemec noch 2 weitere Töchter, von denen eine aus der ersten Ehe des Schauspielers stammt. Aktuell lebt der Schauspieler mit seiner Familie in München.